Waffe. Willkommen zurück. Eine weitere Runde Chainsaw Gaming und Squad LP mit Starbound. Wieder dabei unser Squad LP als Gastredner. Der Doktor, meine Wenigkeit, der Pate und der Grabstein. Hallo. Das will ich. Dann geh. Na, adet klar. Bis jetzt schon. Okay. Ja, ich versuche mir gerade den Weg nach draußen zu buddeln oder irgendwie generell nach draußen zu finden, nachdem ich da unten eine recht heftige Begegnung hatte. Heftig? Ja. Also man kann tatsächlich Diamanterz zu Diamanten smelten. Ja, sag ich ja. Allerdings nicht zwei, sondern vier. Ui, das ist aber teuer. Ein bisschen. Aber macht nichts mehr, haben sie. Ja, gut, Diamanten ja nicht so. Wie viel Erz hast du noch? 40. Schön, es gibt noch 10 Diamanten. Dann haben wir 21 Diamanten. Ja. 32 braucht man, dass jeder von uns eine Diamantspitzhacke hat. Ja. Müssen wir noch ein bisschen, ja, oder? Ich habe gerade nicht zugehört, wie viel brauchen wir. Ja. Also haben wir zu wenig oder zu viel? Zu eindeutig wenig. Zu viel. Ich habe nicht zugehört, tut mir leid. Fuck you. Was? Fragezeichen. Ausrufezeichen. Hashtag. Ich grab mich jetzt einfach nach oben. Oh. Dabei trifft man ja auf so das ein oder andere Erz. Ja. Gibt's eigentlich so ein Starbound Wiki auch? Wie bei Minecraft, meinst du? I don't know. Kann ich mir gut vorstellen. Was braucht er? Starbound Wiki. Es gibt auf jeden Fall eine App. Eine App sogar, wow. Es gibt für alles eine App. Geht deine Mutter auch? Ich wusste's. Ich wusste's einfach nur. Ja, da hast du halt Items und League. Oh, noch mal jemanden. Ja, Vehicles sind mit dabei. Was? Fahrzeuge? Ja. Da gibt's ein Boot, ein Hoverbike. Cool. Ja, dann haben wir ja noch einiges zu entdecken. Roboter oder? Angeblich. So, ja. Können wir ja alles noch gar nicht machen. Ach so, apropos machen können. Könnt ihr mal schauen, ob wir neue Rezepte oder so haben mit der Beta. Mit dem Beta-Sektor jetzt? Der Grabstein guckt schon. Nope. Nichts Neues. Also zumindest nicht in der Text Selection. Also in dem 3D-Drucker-Dings. Nee, ich meine am Eisen und am Crafting Table. Ach so. Ja, also in dem Eisen-Ding ist mal nichts dabei. Jo, wir können einen Bone-Block machen. Woo. Ja, das ist wichtig. Ein Flash-Block. Woo. Metal Workstation haben wir ja schon. Also das heißt zum Beispiel jetzt bei meiner Silberspitzhacke brauche ich ein Silbererz. Nee. Kann schon mit Kupfer reparieren. Haben wir ein Kupfererz oder so? Ja, so 2-3. Ja, weil wir haben bloß Bar. Ja, weil ich die gerade alle eingeschaut habe. Ja, das ist natürlich dumm. Ach so. Ja, wir haben ja noch genug Leute da unten, die noch was abbauen, oder? Ja, Tobi, also. Das ist Gold. Wohl. Gold muss auch funktionieren. Ja. Ja, das ist aber im Ofen. Ist aber sehr schade, wenn wir das da verknallen. Ja, da warte ich lieber, bis Tobi oben ist. Dann was gibt. Seid ihr jetzt alle auf dem Schiff, oder wie? Ich nicht, ich bin mittlerweile in meiner Buddel-Ecke in Teer angelangt.
Ja, und ich denke, ich gehe jetzt mal auf die Welt und farm noch ein paar Dinge. Für Bandagen? Bandagen. Ja, das fände ich auch eine coole Idee. Ja. Weil die brauchen wir definitiv dann später auf anderen Welten. Ja. Vielleicht kriege ich ja noch ein bisschen Essen oder so. Irgendwo her. Muss aber mit Pfeil und Bogen abschießen, sonst gibt's kein Fleisch. Echt? Ja. Doch, gibt's schon auch, aber die Wahrscheinlichkeit ist mit Pfeil und Bogen. Ist besser. Pasch mir ein. Wer, ich? Nee, der Grabstein. Ich hab halt wow. Einen. Aber du kannst dir ja schnell selber einen machen. Fettes Eisen, Silber, Dingens vorkommen. Der kostet eine Pflanzenfaser und 10 unrefined wood. 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 Got wood. Wood. How many wood? Got a wood, wood. Chuck, chuck, wood, chuck, wood, chuck, wood. War das so, ging doch der Zungenbrecher. Ja, ja. Weiß nicht, das war ja bei Siri amerikanisch, was war unser Spandau in Deutsch? Weiß ich gar nicht mehr. Keine Ahnung. Fisch aus 14? Nee, oder? Blaukraut geht uns? Blaukraut? Keine Ahnung. Ja, ja. Die Musik ist gerade so übelst laut. Also man merkt, dass ich ein bisschen an die Oberfläche komme. Warum? Weil die Musik übelst laut ist. Ich glaube, ich wäre leichter nach oben gelaufen, statt mich hier hoch zu buddeln, aber egal. Jetzt habe ich Leder gekriegt. Ja, das ist ein Glühstrumpf. Kauf dir einen Keks. Das wollte ich jetzt nicht damit sagen, aber... Das ist einfach so. Ja, Tobi, wie sieht's bei dir aus? Wie weit bist du noch bis von der Erdoberfläche? Keine Ahnung, gibt's irgendeinen Indikator dafür, außer Musik? Mach den Hintergrund weg, dann siehst du's. Ich sehe schon Blätter. Also ich glaube nicht, dass es weit ist, also ich bin gerade in der Erdschicht. Ist es eigentlich gerade dunkel oder? Nee, okay, schall. Würde ich ja mit Sicherheit nicht auf Fleisch hier gehen. Ja, was sind denn Krankenkopf? Ich höre Dschungelgeräusche. Das ist ja schon mal gut, oder? Ja, wir sind ja bald wieder oben. Haben wir hier schon die Oberfläche ein bisschen erkundet? Ich weiß gar nicht mehr. Den Boss haben wir auf jeden Fall schon. Da hatte Sascha seine Waffe. Richtig. Dann können wir bald weiterziehen eigentlich. Ja, wenn du runterkommst, kannst du mit deinem Bogen mir helfen. Ein bisschen Fleisch, ja. Ja, wie gesagt, Fleisch so. Und Bandagen wäre vielleicht gar nicht schlecht, wenn wir sammeln. Doktor, was machst du gerade? Ich bin im Teer. Okay.
Also auch gerade Rohstoffe. Links rum, oder? Jupp. Ja. Ja, das, wir sind halt eher im Untergrund unterwegs, gell? Wäre mal sinnvoll, wenn ihr zwei euch noch unterschiedliche Helme oder irgendwas zulegen könntet, weil ihr seht exakt gleich aus. Flo und Doc. Oh, Tatsache. Ja. Kann ich nichts dafür. Waren die nicht voll unterschiedlich? Ja, bloß ich habe meinen jetzt auch zum Ding gemacht. Zum Iron. Ja gut, Scott, du könntest ja dann deinen alten quasi drüber ziehen, den alten Helm. Guck mal, wie den Nein. Doch. Das waren die Brille. Und die braucht es jetzt zum Upgraden. Ich glaub's, ich würde hier freiwillig mit diesem dummen Deppenhelm rumlaufen. Ich kann doch? Ach so. Dann wäre die Brille quasi Anzeigeobjekt, ich verstehe. Mhm. Ja. Wir sollten mal eine Waffenkiste machen. Ja, aber wir können einfach die Waffen, die wir nicht brauchen, zerstören, weil Waffen sind Waffen. Die kannst du nicht mehr verwenden. Waffen sind Waffen, das hast du gut erkannt. Ich bin stolz auf dich. Captain Obvious ist obvious. Ja. Ne? What the fuck? 1600 Pixel für die Diamant-Hacke dann? Jetzt mal aufs Schiff, ich sehe gerade nichts. Und wenn der Tobi schon da ist, kann ich mir meine Erze machen. Also, ich jag mal auf unserem Heimatplaneten. Okay? Warte, ist nämlich einfacher. Wie Heimatplanet? Ja, auf meinem, unserem Startplaneten. Also. Da ist ein Oh, guck mal, wie viel Eier ich habe. 473 habe ich gesammelt. Wo ist die Kohle hin? Ah, da. 725 haben wir da jetzt. Okay. Was? Und ihr habt gesagt, einfach jetzt zum Beispiel auf Silberohr rechtsklick machen. Silber? Ja. Da passiert bei mir aber nichts. Außer, dass es nimmt. Nein, du nimmst ja, Kupfer, beziehungsweise generell das Rohstoff in die Hand. Und gehst über die Pickaxe drüber und machst einen Rechtsklick. Und dann sehe ich wieder rote Balken voll, oder was? Okay, hab's. Dankeschön. Geh mal zum Dani. Was war's Heimatplanet? Ich könnte auch zu meinem Heimatplanet gehen und da jagen. Zweckbegrenzung. Das dürfte die gleiche sein. Gut. Habt ihr den ganzen Scheiß auch zerstört, oder? Die ganzen Baublöcke und so. Ich habe bei mir im Heimatplanet unter der Erde so ein fettes Labor mit Lava. Ja, cool. Ach, richtig, da hast du im Singleplayer angefangen, oder? Hä? Oder wo hast du das? Ja, bei mir hier Multiplayer auf meinem Planet. Warte, ich komme mal zu dir. Plating from a monster. Hardened Monster Plate. Okay. Keine Ahnung, was ich damit anfangen kann. Dem sein Planet sieht mir richtig übel aus. Wo ist bei dir das Labor? Wenn du nach rechts läufst. Und unten drin. Jawoll, ist ja mega. Da kriegst Schränke mit 16 Slot. Das sind alle 16. Egal wie groß. Na gut, es gibt auch 9, aber die sind dann drüben. So. Okay, es gibt wirklich unterschiedliche Gravity. Sag ich dir. Weil beim Flo hast du hier fast nichts.
Ah, das Labor ist verdammt krass. Das heißt, aus diesem Fleischzeug kann man nichts machen. Nee, außer halt den Fleischklops, wie ich, wenn ihr vom Schiff geht, hingesetzt habt gleich. Okay. Robot Legs. Was haltet ihr davon, wenn wir mal, wenn wir da eine mal noch Fußhängerplaneten auseinandernehmen? Das können wir dann aber erst nächste Episode tun. Von daher verabschiedet sich euer Chainsaw Gaming Team mit dem Doktor, dem Grabstein und dem Paten und als Gastredner und uns Squad RP. Immer schön in den Partner Channel schauen. Ja. Gleiches sage ich auch. Wunderbar. Oder auch nicht. Also, tschüss.